Hallo und herzlich willkommen bei OrgaTV. Ich bin Micha. Ihr wundert euch sicher, wo Eva heute ist. Eva ist leider krank und wir wünschen euch ihr von hier gute Besserung. Hallo Eva. Heute in unserer Sendung wird es um das Europa-Institut gehen. Im Mittelpunkt steht also das Europa-Institut und der neue Chef des Europa-Instituts, Herr Dr. Kühne. Des Weiteren geht es heute um den Biergarten-Chat mit unserer Wetterfee. Deshalb verlosen wir auch 10x2 Freibiergutscheine für den Ulanen-Pavillon am Staden. Dazu haben wir eine Gewinnfrage, die ist sicher super schwer für euch. Die heißt, wie heißt das neue Gesicht am Europa-Institut? Ihr könnt antworten entweder per Telefon, das seht ihr gleich eingeblendet, oder per E-Mail an unsere E-Mail-Adresse, die seht ihr auch eingeblendet. Bevor wir mit dem Europa-Institut starten, schalten wir zu den News. Zu meiner Rechten begrüße ich ganz herzlich Herrn Dr. Kühne. Guten Abend. Ja, guten Abend, Herr Glock. Und bevor wir mit Herrn Kühne ins Gespräch kommen, möchten wir uns anschauen, wie es damals mit dem Europa-Institut angefangen hat. Dazu schauen wir uns jetzt einen kleinen Beitrag an. Europa, die Zukunft hat schon begonnen. Ein Jahr europäischer Binnenmarkt. Anders als in der amerikanischen Freihandelszone, der NAFTA, in der Englisch die Handelssprache ist, müssen sich Europäer gleich mit einem Dutzend Sprachen herumschlagen. Auch Verhandlungsführung, Gebräuche, die aus anderer kultureller Tradition erwachsen sind, können in Europa von Land zu Land abweichen. Für künftige Manager, die morgen in Düsseldorf und übermorgen in Rom arbeiten wollen, gibt es daher spezielle Studiengänge. Sehen Sie sich diese Leute genau an. Sie könnten ihnen bei ihren Wirtschaftsverhandlungen bald wieder begegnen. Die 28-jährige Deutsche Imke Rose und 40 weitere ihrer Studienkollegen bereiten sich auf eine Karriere als Manager vor. Dazu durchlaufen sie derzeit ein neuartiges Ausbildungsprogramm. Das Europäische Programm für angehende Manager an der Universität Saarbrücken bereitet Studenten wie Imke Rose auf die Herausforderungen des europäischen Binnenmarktes vor. Imke Rose hat für ihre Diplomarbeit einen Fragebogen entwickelt, den sie an Einzelhändler aus ganz Europa geschickt hat. 60 von ihnen sandten ihn ausgefüllt zurück. Der Grundtenor der Fragen: Wie kommen Sie auf dem internationalen Wirtschaftsparkett zurecht? Bonjour, Monsieur. Erfolgreiche Wirtschaftstätigkeit im gemeinsamen Markt setzt Mehrsprachigkeit und das Wissen um kulturelle Unterschiede voraus. Der MBA in Saarbrücken ist der einzige, der vom Kultusministerium anerkannt ist. Und als drittes ist Saarbrücken genau im Dreiländereck, Frankreich, Luxemburg, Deutschland. Und das ist sehr interessant, gerade für jemanden, der international orientiert ist. Professor Christian Scholz ist der Direktor dieses Programms. Das strategisches Denken auf dem Gebiet der Ökonomie mit grenzübergreifendem Wissen um kulturelle Unterschiede verbinden soll. Damit dies weitgehend gewährleistet ist, sind nicht nur die Lehrstühle international besetzt, auch mehr als die Hälfte der Studenten kommt aus dem Ausland. Gerade habt ihr etwas über die Anfänge des Europa-Instituts erfahren. Nun möchten wir aber zurück in die Gegenwart und Herrn Kühne nochmal herzlich begrüßen. Herr Kühne, seit wann sind Sie denn am Europa-Institut tätig? Ich bin hier tätig seit dem 1. März 2006, das hat ganz, ganz kurz erfahren. Oh, das ist ja wirklich noch nicht sonderlich lange. Das Europa-Institut zeichnet sich ja durch den MBA-Studiengang aus. Können Sie uns ein bisschen erläutern, worum es bei dem MBA geht, was man dort macht? Sehr gerne. Wichtig ist mal, dass man sich vor Augen hält, dass es ein Aufbaustudiengang ist. Das heißt, unsere Zielgruppe, das sind Leute, die bereits schon Hochschulstudien gemacht haben. Eigentlich egal, welcher Fachrichtung, Hauptsache es liegt ein abgeschlossenes Hochschulstudium vor. Und der MBA ist eben ein Hochschulstudium, bei uns einjährig, das mit diesem Titel MBA abschließt. Es hat bei uns die Unterüberschrift MBA Europäische Wirtschaft. Und ist so eine Sache, die ein sehr, sehr attraktives Angebot ist. Gerade eben hier in Saarbrücken hebt sich dieses Angebot qualitativ ab von dieser mittlerweile kaum noch überschaubaren Angebotsvielfalt auf dem deutschen Markt. Das ist ein sehr guter MBA und mit dieser speziellen Ausprägung eben europäische Wirtschaft. Oh, das klingt ja sehr interessant, auch was die Zukunftsaussichten angeht. Gibt es denn eine maximale Teilnehmeranzahl, die diesen Studiengang ergreifen können? Gibt es da eine Beschränkung?
Also wir fahren auch hier eine relativ gezielte Qualitätsstrategie. Das heißt, also wir lassen pro Jahr also selten mehr als 30 Studierende zu. Wir haben so deutlich mehr Bewerber. Wir haben eine Vielzahl an Bewerbern für diese relativ wenigen Studienplätze. Aber aufgrund unserer relativ starken oder relativ restriktiven Anforderungen, was die Qualität angeht, was die Vita angeht der Leute, kommen wir so auf ungefähr einen Kreis von 30 Studierenden pro Jahr. Wie sieht es dann genau aus mit der Qualität? Welche Voraussetzungen muss man dann mitbringen, um erfolgreich sich bewerben zu können? Muss man dann bestimmte Sachen schon absolviert haben, bestimmtes Diplom haben oder wie sieht das genau aus? Also so als eines der harten Kriterien ist notwendig ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Es sind sehr oft Ingenieure, Elektrotechniker, auch einzelne Juristen finden sich im Prinzip in unserer Klientel. Das ist so die eine harte Voraussetzung. Man muss mitbringen an weiteren quantifizierbaren Voraussetzungen den Nachweis, dass man gut Englisch kann, weil eben ein Großteil unserer Kurse auf Englisch stattfindet. Der sogenannte TOEFL-Test ist abzulegen mit einer Mindestpunktzahl, der sogenannte GMAT ist abzulegen. Das ist ein Management-Begabungstest, wenn Sie sich an diesen Medizinertest sehen, ist sozusagen im Vorfeld der Aufnahme des Medizinstudiums gegeben hat. Das ist etwas Vergleichbares mit Blick auf Management-Qualifikationen. Als Ausländer müssen Sie mitbringen Deutschkenntnisse, die müssen Sie nachweisen eben durch einschlägige Kriterien. Und Sie brauchen Interesse, Sie müssen Interesse haben an Management-Themen. Sie müssen Interesse mitbringen und eine gewisse Fähigkeit schon mitbringen, also mit fremden Kulturen umzugehen, mit dem Chinesen, der neben Ihnen sitzt, mit dem Studierenden aus Indien, der neben Ihnen sitzt, so ganz grob. Das sind die Voraussetzungen. Also es ist wirklich sehr international ausgerichtet, was auch die Studierenden angeht. Ja, und was ich vielleicht noch mit dazufügen sollte, ist, Berufserfahrung ist kein Muss, aber wird sehr, sehr gerne gesehen. Wir erleben sehr oft zum Beispiel einen Ingenieur, der gesehen hat, er ist einige Jahre schon im Beruf tätig, eben als Diplom-Ingenieur, als Maschinenbauer und der dann halt eben merkt, ihm fehlt noch so ein Management-Modul, ihm fehlen betriebswirtschaftliche Kenntnisse, gerne in diesem interkulturellen Kontext, der sozusagen dieses Modul noch draufsetzen will auf seine Vita, um beruflich nochmal mehr Erfolg zu haben. Okay, vielen Dank. Gibt es denn Studiengebühren oder wie sieht das aus? Weil an der Universität jetzt für normale Studiengänge sind ja Studiengebühren jetzt demnächst zu zahlen. Dann denke ich mal, dass das sicher ähnlich sein wird am Europa-Institut. Es ist nicht nur ähnlich, es ist sogar also deutlicher ausgeprägt, diese Studiengebühren-Tatsache, dieses Phänomen. Unsere Studenten zahlen sozusagen, wenn sie sich für diese Variante als Fulltime-Studium entscheiden, das heißt, sie machen ihr Studium in einem Jahr, die zahlen für dieses eine Jahr 5.000 Euro Studiengebühren. Ui. Das ist nicht ganz wenig natürlich, ist aber im Vergleich zu anderen Business Schools, wir sind eine Business Schools Institution, die den MBA vergeben, das sind eben Business Schools, wir sind sehr, sehr preiswert. Also da gibt es auch Tarife, die sind ein Vielfaches von diesen 5.000 Euro. Okay, vielen Dank. Danke erstmal für den kleinen Einblick in die Theorie. Und wir schauen jetzt erstmal nochmal rein, wie es denn in der Praxis am Europa-Institut ausschaut und schauen mal kurz rein, wie es dort tagtäglich zugeht. Okay. Can we start? Okay. My name is Rama Velamuri. I am originally from India. I live in Spain. And I teach entrepreneurship here at Europa Institute. This is my 10th year at Europa Institute. I've been coming here for 10 years. And what I like about Europa Institute is the multicultural environment in the classroom, so many different nationalities, and also the mix between the part-time students and the full-time students. You have some very experienced people with some students who are not very experienced. So that is really quite unique about Europa Institute. I feel great, you know, it being part of a large university is very nice. Today I had lunch in the Mensa with all the students and the atmosphere is very nice. It's really very nice. Students are very good, they're very motivated, committed. We make them work very hard, of course, because the modules here are very intensive. As you know, it's a 1 week course. And so we make them work very hard, but they always respond very, very positively to the teaching and to the work that we give them.
In other parts of the world, yes, I would recommend it. I think it's a really good way of learning management, especially here in Germany, for international students who want to learn German and do an MBA and be part of a university atmosphere. I think this is really a unique place. So, mein Name ist Harald Nissens. Ich bin Beamter bei der Europäischen Kommission und gebe hier eine Vorlesung in Kartellrecht, i.e. Wettbewerbsrecht. Was ich meine von das Europa-Institut. Es ist ganz interessant, um hier zu dozieren, weil die Studenten schauen, dass sie wirklich ein Verständnis haben von den praktischen Implikationen von den Sachen. Ja? Sie stellen keine abstrakten Fragen, aber sind interessiert, in was Wettbewerbsrecht, Antitrust Law wirklich in der Praxis für einen Manager wichtig ist. Gerade haben wir zwei Dozenten des Europa-Instituts gesehen. Herr Kühne, wie viele Dozenten gibt es denn am Europa-Institut in etwa? Oh, eine ganze Menge und alle sind sie wirklich gut. Wir haben an Dozenten ungefähr 20 Stück. Nicht so, dass jetzt irgendwie so alle im Regal stehen würden, aber das ist so dieser Dozentenpool, den wir im Prinzip haben. Und er teilt sich ein bisschen auf. Wir haben sozusagen einen Teil als Stammdozenten, wir haben einen Teil Gastprofessoren, Gastdozenten. Die Stammdozenten kommen vor allen Dingen aus Saarbrücken natürlich. Das hat den ganz konkreten Hintergrund, dass die BWL in Saarbrücken sehr, sehr gut ist und gleiches gilt für die Dozenten. Das ist unsere Stammbelegschaft gewissermaßen und dann lassen wir hin und wieder, wenn es sich eben thematisch anbietet, unsere ausländischen Gastdozenten einfliegen, also wirklich ganz ausgewählte Gastdozenten aus dem Ausland, spezifisch mit Blick auf ihre Themen, mit Blick auf die Themen, für die sie eben stehen. Die kommen zum Teil aus Frankreich, aus Irland, die kommen aus den USA, aus Spanien. Herr Vellamuri, wie wir gerade gesehen haben, kommt aus Spanien, obwohl er original natürlich aus Indien kommt. Ja, das ist so ganz grob die Struktur unserer Dozentenschaft. Ah, okay, das ist also auch wieder sehr international ausgerichtet, ja, mit dem Pool natürlich, den es hier von den Dozenten gibt. Was mich noch interessieren würde, wie sind denn die Fächer, die man dann in diesem MBA-Studiengang als Vorlesung hat, wie sind die denn aufgebaut? Ist das ähnlich wie in der BWL, wenn ich jetzt als BWL-Student mein Diplom machen möchte? Also es ist natürlich so, dass einige Fächer, die wir hier anbieten, einem BWL-Studenten, jemandem, der ein BWL-Diplom hat, sehr bekannt vorkommen. Da gibt es Basics, also die typischen Fächer der BWL, wie strategisches Management, wie Controlling natürlich, unvermeidlich. Das ist aber sozusagen etwas, was zum Standardprogramm gehört, was das Saarbrücker-Programm angeht. Da gibt es halt eben Fächer, die verantwortlich sind für diesen speziellen Fokus auf Europa. Das sind Fächer wie Europapolitik, wie Europarecht, wie europäische Wirtschaft, International Retailing und ähnliche Sachen, International Marketing, die also nochmal halt eben diesen internationalen Anspruch haben und diesen europäischen Anspruch. Kann man dann sagen, dass es praxisbezogener ist als das normale BWL-Studium? Sind da mehr Fallstudien, mehr praxisrelevante Themen, also nicht so viel trockene Theorie, wie wir sie manchmal lernen müssen? Also das Studium ist natürlich theoriebasiert bei uns. Ist natürlich sehr, sehr theorielastig, das schon. Das wäre schlimm, wenn sozusagen hier die theoretische Basis fehlen würde. Aber es ist so, dass es insofern sehr praxisorientiert ist, als halt eben zum Beispiel Lernvermittlung, Wissensvermittlung sehr über diese Fallstudien hier erfolgt. Das heißt, unsere Studierenden bekommen ein, zwei Tage sozusagen den klassischen Unterricht, Frontalunterricht, wie man das halt eben kennt, sicherlich in dieser kleinen Gruppe. Und dann geht man sehr schnell eben in diese Fallstudienunterrichtsform über, wo halt eben in der kleinen Gruppe dann Fallstudien bearbeitet werden, präsentiert werden, auf Englisch präsentiert werden. Das heißt, insofern ist es eine andere Form des Arbeitens, des sich Erarbeitens von Stoff, aber halt eben auch des Präsentierens, des Moderierens von Stoff. Insofern ganz klar die Ansage, eine starke Praxisorientierung. Okay, vielen Dank. Bitte. Haben Sie denn auch einen MBA-Studiengang absolviert oder wie war Ihr Werdegang? Würden Sie grundsätzlich auch den MBA empfehlen, als Werdegang einzuschlagen, als Studium einzuschlagen? Wie sieht das aus?
Also persönlich habe ich ein MBA nicht. Es wäre auch unseriös, wenn ich sagen würde, also es ist jedem der MBA empfehlenswert, natürlich erst recht in Saarbrücken, das wäre nicht wirklich seriös, nicht zielführend. Ich würde den MBA-Studiengang empfehlen, jenen Leuten, die den Eindruck haben, mit ihrem Erststudium kommen sie beruflich nicht ganz an das, was sie ganz gerne möchten. Sie möchten ihrer Karriere noch einen Schub verleihen. Sie bringen die harten Voraussetzungen mit, wie ich eben gesagt habe, bringen Interesse mit an diesen multikulturellen Themen auch ein Stück weit. Gerade eben Ingenieure, Naturwissenschaftler, das ist so die primäre Zielgruppe, die wir so anstreben. Und natürlich ist es so, dass es immer wieder Leute gibt, die halt eben sozusagen beruflich vom Arbeitgeber per se Formen der Weiterbildung angeboten bekommen, die eine berufliche Perspektive angeboten bekommen. Wenn das nicht der Fall ist oder wenn man sich sozusagen auch mit dem Arbeitgeber einigt, man möchte das im Zuge oder über diesen Weg MBA machen, ist es eine ganz hervorragende Möglichkeit. Okay, vielen Dank. Wir wollten nochmal aufmerksam machen an unser Gewinnspiel, denn ich glaube, die Beteiligung und es gibt, glaube ich, noch Gutscheine zu gewinnen für das Gewinnspiel. Es gibt ja 10x2 Freibiergutscheine für den Ulanen-Pavillon am Staden in Saarbrücken zu gewinnen. Also ich glaube, das ist für Studenten doch sehr interessant. Die Gewinnspielfrage ist, wie heißt das neue Gesicht des Europa-Instituts? Jetzt wollen wir gleich weitergehen und uns mal anschauen, nochmal einen Teil der Praxis am Europa-Institut anschauen. Wir sehen Studenten und ihre Meinungen zum Studiengang am Europa-Institut. Weil zum einen ich Saarländerin bin, es liegt natürlich nahe, dass ich dann heimatmäßig in der Stadt zumindest mal noch das Studium bleiben wollte. Und zum anderen hat mich die europäische Ausrichtung vom Europa-Institut und auch das Studium sehr gereizt. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Ja, aber die Kosten sind ehrlich gesagt überschaubar für das, was geboten wird. Die Dozenten waren zum größten Teil wirklich sehr, sehr gut. Das Programm ist super und ich finde, dass die Kosten gerechtfertigt sind. Und ich kann es weiterempfehlen. Ich komme aus Estland und ich bin aus Bulgarien. Ja, für mich war das sehr wichtig, dass es im Saarland liegt, weil ich mag diese Mentalität hier, diese halb französisch, halb deutsch. Und zweitens, weil Europa-Institut ist auch eine der wichtigsten Institutionen Deutschlands, der auf Europa ausgerichtet ist, europäische Wirtschaft quasi. Ja, für mich war der Grund, dass ich BWL studiert habe und ich wollte etwas auch mit BWL, also wirtschaftliche Richtung studieren und auch einen europäischen so Schwerpunkt haben. Das lohnt sich. Es ist sehr international. Lernt man so viel und macht so viele Präsentationen und das ist super. Es wird intensiver studiert, also in einer Woche lernt man so viel, dass man in einem Semester nicht lernen kann. Also wir haben praktisch keine Freizeit, außerhalb der Wochen, wo wir nichts machen sollen. Es gibt auch solche Wochen, aber fast immer müssen wir hier sein und wir leben in diesem Gebäude, kann man sagen. Aber es macht auch Spaß, weil wir auch was erreichen. Sehr viel Teamwork hier. Ja, und wir sind wie eine große Familie. Herr Kühnel, ich hätte noch zwei wichtige Fragen, die mir auf dem Herzen liegen. Die erste wäre, was machen Sie eigentlich in Ihrer Freizeit? Ja, es gibt natürlich diesen privaten Peter Kühnel. Was mache ich in meiner Freizeit? In der ebenfalls wenigen Freizeit, die mir halt eben bleibt. Also ich bin privat halt eben noch nach Stuttgart orientiert, weil eben meine Freundin in Stuttgart lebt und arbeitet. Ich komme auch eigentlich typischerweise, ich komme original aus Stuttgart.
Ja, das heißt, wir haben jetzt halt eben zwei Standorte. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig natürlich. Aber ist ganz einfach halt eben so der Status. Und wenn man halt eben, ja, wenn man zu zweit ist und beiden, ist der Beruf wichtig, sind die Inhalte der beruflichen Tätigkeit wichtig, dann ist das halt eben Ausdruck von diesen modernen Biografien, wie sie heutzutage nicht ganz untypisch sind. Okay, vielen Dank. Das andere, was mich noch interessieren würde, was schätzen Sie denn an Ihrer Tätigkeit am Europa-Institut? Was begeistert Sie? Die Möglichkeit, jeden Tag Studierende zu quälen, war immer eine Voraussetzung, war immer eine Perspektive, die mich sehr interessiert hat. Nein, mich interessiert natürlich der Umgang mit jungen Menschen. Das Umfeld ist hier ein ganz, ganz spannendes. Überlegen Sie mal, was die Alternative wäre oder was denkbare Alternativen wären, in einem Konzern sozusagen umgeben zu sein von Leuten, die halt eben lange nicht so spannend sind. Sie haben hier also junge Studierende, junge Mitmenschen, die halt eben aus etlichen Ländern kommen, finde ich ganz, ganz spannend. Der eine Punkt, der zweite Punkt ist, es macht Spaß, dieses gute Programm, das wir haben hier ein gutes Programm, das noch weiterzuentwickeln, fortzuentwickeln, hin zu einem noch besseren Programm. Okay, das klingt wirklich begeistert. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch zu uns ins Studio gekommen sind. Vielen Dank, Herr Kühne. Danke, Herr Blum.